Der Predigttext zu dem heutigen Sonntag, dem ersten Sonntag im neuen Jahr, steht in Römer 16, die Verse 25 bis 27. Dort durfte der Apostel Paulus im Auftrag des Herrn nochmal die Gläubigen ermuntern, sich ihres Glaubens, Glaubenslebens und des Inhalts ihres Glaubens zu erinnern. Dem aber, der euch stärken kann, gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Wir haben schon allein durch die Bekanntmachung gemerkt, dass sich vieles im menschlichen Leben ändert. Manch einer kommt ins Krankenhaus und dem Herrn sei Dank auch wieder heraus. Manch einer wird heimgerufen. Äußere Situationen verändern sich. Aber am Anfang eines neuen Jahres dürfen wir uns sagen, Gott verändert sich nicht. Jesus Christus bleibt derselbe. Das Evangelium bleibt dasselbe. Der Glaube an Gott bleibt derselbe. Der Inhalt des lebendigen Glaubens bleibt immer derselbe. Die Frage ist nur, inwieweit wir den Inhalt des Glaubens in unserem Leben zulassen und zugelassen haben im vergangenen Jahr und neu zulassen wollen in diesem Jahr. Sind wir bereit, das große Geheimnis Gottes im Evangelium aufzunehmen? Es geht ja nicht nur um ein bloßes Fürwahrhalten, dass es Gott gibt und dass er Jesus Christus in diese Welt gesandt hat und dass die Bibel sein Wort ist, sondern es geht um die Gemeinschaft mit dem geoffenbarten Wort. Es geht um das Erleben mit dem Wort. Nicht nur das Speichern im Gehirn, was auch schon gut ist und eine gute Voraussetzung ist, um sich immer wieder zu erinnern an das Wort Gottes, sondern es umzusetzen im praktischen Leben. Zuzulassen, dass es das Werk tun kann, was Gott diesem Wort mitgegeben hat. Denn Gottes Wort ist kräftig, schärfer, denn kein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch den ganzen Menschen. Es nimmt den ganzen Menschen in Anspruch. Es seziert, es zeigt auf, was gut ist und was nicht gut ist. Es schneidet weg, was nicht zu Gott passt, was uns nicht froh macht, was uns traurig macht. Und es lässt stehen, was uns fördert im Glauben. Darum diese Worte, dem aber, der euch stärken kann, der euch stärken kann, wenn ihr euch stärken lassen wollt, gemäß dem Evangelium, das ich verkündigen durfte, sagt der Apostel Paulus, das Evangelium von Jesus Christus, der euch stärken kann, der allein weise ist, dem sei alle Ehre durch Jesus Christus. Das steht am Ende des Römerbriefes. In diesem Brief wird ja viel behandelt, nämlich wie kommt der Mensch zur Gerechtigkeit vor Gott? Wie ist er gerechtfertigt worden? Wie kann er bestehen, wenn er aus der Zeit in die Ewigkeit gerufen wird? Und viele Geheimnisse werden dort angesprochen, wie Gott das Evangelium durch die ganze Welt gehen lässt, wie er sich zu einem Teil von dem Volke Israel, das er berufen hat, abwandte hin zu den Heiden und dann wieder zuwendet, um seine ganze Gemeinde einsammeln zu können, die über diese Erde gegangen ist. Das große Geheimnis Gottes. Gott allein, und das dürfen wir uns auch am Anfang des neuen Jahres sagen und müssen es auch im Herzen bewegen, er allein hat in seiner Weisheit den Heilsweg, den Weg des Heils unserer Seele zu ihm selbst gebahnt. Er allein.
Niemand hat ihm dabei geholfen. Er versteht darum auch ganz allein diesen Weg. Das, was er geschaffen hat, das versteht er auch. Das kennt er auch. Keiner kennt diesen Weg in seinem Inhalt so wie der Schöpfer des Weges. Darum auch wir Menschen, das dürfen wir uns auch heute wieder sagen, wir kennen uns nicht. Aber der Schöpfer kennt uns. Er kennt seine Werke. Er kennt den Inhalt seiner Werke. Und somit kennt Gott allein den richtigen Heilsweg zu ihm. Und er allein kann deswegen auf diesem seinen Heilsweg für uns leiten und führen. Und das will er auch tun. Er will es mit den Seinen tun. Und die noch außen stehen, sollen gerufen werden in die Gemeinschaft mit Gott in Jesus Christus und sich auch leiten lassen. Niemand kann selbstständig den Weg des Heils unter seine Füße nehmen. Er muss geführt sein von dem, der diesen Weg geschaffen hat. Und das ist der lebendige Gott. Er ist allein weise, haben wir gelesen. Und er will die Gläubigen tiefer in das Geheimnis seiner Schöpfung, der Schöpfung seines Heilswegs führen. Was die Gemeinde verstehen und erfahren soll, die Gemeinde Jesu, kann nur von ihm kommen. Nur von ihm geschenkt werden. Er muss seine Gemeinde erfüllen mit seiner Erkenntnis. Dazu ist die Gemeinschaft mit ihm notwendig. Und wir lesen in der Schrift, dass die Wiedergeburt, die Neugeburt notwendig ist, die Gabe des Heiligen Geistes, um gelehrt zu werden vom Himmel her. Gelehrt zu werden über die Schöpfung Gottes, des Heils für alle Menschen. Darauf wies der Herr Jesus hin, als er mit seinen Jüngern sprach vor Pfingsten und sagt, ihr werdet den Tröster, den Heiligen Geist empfangen. Und dieser allein wird euch leiten auf dem Heilsweg. Ansonsten könnt ihr den Heilsweg gar nicht gehen. Er wird euch leiten. Er will euch leiten. Denn dieser Heilsweg ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis, was niemand verstehen kann, außer der, dem es offenbart wird durch den Heiligen Geist. Der Mensch ohne Jesus kennt den Heilsweg nicht, kann ihn nicht erforschen, kann ihn nicht ergründen. Da gibt es ja so seltsame Aussagen bei den Wissenschaftlern oder Evolutionisten, die sagen ja, am Anfang war nichts. Ja, die können das gar nicht verstehen. Aber Gott sagt, am Anfang war das Wort. Was heißt, da war nichts? Da war das Wort. Und Gott sprach und dann war da, was er sprach. Ja, niemand kann verstehen, was der Heilsweg bedeutet und wie man darauf geht. Man braucht den Heiligen Geist, dass er uns leitet auf diesem Weg. Ohne Gemeinschaft mit Jesus bleibt alles dunkel und ferne. Denn Gott ist allein weise. Ja, musste denn diese Erinnerung auch den Gläubigen gegeben werden? Oh ja, manches Gespräch, was wir auch untereinander als Kinder Gottes führen, lautet ja dann so, ich weiß, welchen Weg ich gehen soll, aber jetzt bin ich doch wieder auf die verkehrte Seite gekommen. Wie kommt denn das? Ja, ich habe nicht mehr dran gedacht, was Gott mir sagte. Ich bin wieder meinen eigenen Gedanken nachgelaufen und dadurch abgewichen. Paulus wusste, dass allein durch die Annahme des Evangeliums die Gläubigen in dieses Geheimnis geführt werden des Lebens mit Gott und auch darin bleiben können. Er wusste, dass dieses Geheimnis eine kontinuierliche Führung Jesu braucht im Leben des einzelnen Menschen, um das Geheimnis zu erfahren. Nicht nur gedanklich gelüftet zu bekommen, ich weiß schon Bescheid,
sondern zu erfahren, zu erleben. Es ist doch ein Unterschied, ob jemand zu mir sagt, ich hab dich lieb, oder er mit der Tat beweist, dass er mich lieb hat und mich vielleicht in den Arm nimmt und ich verspüre, ja, der ist ja für mich. Es ist ein Unterschied. Das eine sind die Worte, das andere ist das Erleben. Und wir sollen auch erleben, dass Gott unwandelbar ist, dass er zu seinem Wort steht und die Geheimnisse seiner Gläubigen offenbaren möchte. Schon vor Grundlegung der Welt hat der Schöpfer diesen Plan des Heils entworfen, der zu einer ganz bestimmten Zeit geoffenbart werden sollte. So schrieb es auch der Apostel Petrus. Er sagt, denkt doch daran. Ihr seid doch nicht mit Gold und Silber von eurem eitlen Wandel nach väterlicher Weise erlöst worden, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi, der schon ersehen ist vor Grundlegung der Welt, aber offenbart wurde zu seiner Zeit. Ein Geheimnis, schon ersehen vor Grundlegung der Welt. Und der Apostel schreibt hier auch, erinnert euch daran, dass doch durch die Schriften der Propheten das alles schon kundgetan worden ist. Doch die Erscheinung Christi kam erst zu einer späteren Zeit. Heute feiern ja die orthodoxen Gemeinden die Erscheinung Gottes in dieser Welt. Heute feiern sie Weihnachten. Darum haben wir und viele auch noch diesen symbolischen Baum dort stehen, der grün ist und Leben auch in traurigen Zeiten, Zeiten, wo die Bäume ihre Blätter abgeworfen haben, gibt. Erscheinung, Epiphanes. Ja, es musste die Erscheinung Christi kommen, Gott in Christus, um dieses Leben des Evangeliums offenbar zu machen. Aber die Propheten, Mose, sie haben schon darauf hingewiesen. Gott hat sich bereits vorgenommen, vor Grundlegung der Welt, dich und mich in sein Geheimnis einzuführen. Das Ziel dieser Offenbarung Gottes in Jesus war die Erleuchtung darüber, was Glaube und Glaubensgehorsam bedeutet vor Gott. Wie schrieb der Apostel, dass wir den Gehorsam des Glaubens aufrichten unter allen Heiden. Ja, nicht nur unter den Juden. Das Ziel war, alle Menschen mit dem Evangelium zu betrauen, auch dich und mich. Wir sind auch gerufen und dürfen jetzt die Geheimnisse Gottes kennenlernen. Der da will, dass alle Menschen erleuchtet werden. Über diesem Textabschnitt, den ich gelesen habe, steht ja Lobpreis Gottes. Hier können wir nur Gott loben und preisen darüber, dass er nicht sondiert und sagt, den will ich und den will ich nicht. Den nehme ich an und den anderen verwerfe ich, sondern ich biete es allen an, dass alle in das Geheimnis meiner Nähe kommen können. Und wir, die wir die Geheimnisse schon zu einem gewissen Teil erfahren haben, sollen zunehmen in diesem Leben des Geheimnisses. Die Zuwendung zu dem lebendigen Gott, der uns geschaffen hat, der Himmel und Erde gemacht hat, der uns in Jesus Christus zu einer neuen Kreatur gemacht hat, die soll zunehmen. Die Hinwendung zu ihm. Oh, wir beraten uns manchmal viel zu sehr mit Fleisch und Blut. Der Apostel Paulus sagte, ich habe mich nicht beraten mit Fleisch und Blut, sondern ich wollte in das Geheimnis der Nähe Gottes kommen und von dort wollte ich lernen. Das will ich erfahren, denn das bedeutet Leben, auch in diesem neuen Jahr. Das bedeutet Kraft bekommen, um alle Dinge zu überwinden, die sich uns im Glauben in den Weg stellen wollen. Verstehen wir, wie herrlich und heilig Gott ist? Befrage dich nicht mit Fleisch und Blut. Geh ins Gebet, frage deinen Heiland, frage deinen Gott, was er will, dass du tun sollst. Liefer dich ihm ganz aus. Übergib dein Leben in seine Hand.
und lass dich leiten und führen durch seinen Geist. Er hat noch viel mehr, was er dir, was er mir schenken und offenbaren will, als er bereits schon getan hat. Wenn auch das Volk Israel zuerst erwählt worden ist, ein kleines Volk, ein Volk zum Eigentum Gottes gemacht worden ist, dann will Gott in Jesus Christus der himmlische König sein über das himmlische Volk, das er sammelt aus allen Nationen. Und der Abschluss dieses wunderbaren Heilsgeschehens, das sich Gott vorgenommen hat, ist, dass er sogar sein Reich sichtbar werden lässt, indem er nicht nur im Verborgenen sein Reich baut, sondern er macht es offenbar durch die Wiederkunft in diese Zeit. Darum beten wir ja auch in Matthäus 6, wie es Jesus sagt, dass wir beten sollen, dein Reich komme, dein Wille geschehe nur im Himmel. Nein, auch auf Erden. Der Wille Gottes soll total offenbar werden, so wie das Böse in dieser Welt auch total offenbar wird. Und wir merken schon, welche Anläufe das Böse nimmt. Es scheint zu siegen. Es scheint durchzukommen mit dem verkehrten Leben, das dieses Böse aufzeigt. Aus süß wird sauer gemacht, aus gut wird böse gemacht und umgekehrt. Man stellt alles auf den Kopf, aber so wie der Satan sein Reich sichtbar darstellt, wird Gott in Jesus auch sein Reich, das gute Reich, das lebendige, ewige Reich sichtbar darstellen. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das Heil Gottes in Jesus Christus und das Reich Gottes in Jesus Christus kommt aus der Ewigkeit und bleibt ewig. Das Reich Gottes ist kein irdisches Reich. Auch nicht in der Gemeinde Jesu. Das, was die Gemeinde Jesu hat, kommt aus der Ewigkeit und bleibt ewig. Darum wurde ja auch Maria gesagt bei der Verkündigung, dass sie einen Sohn empfangen wird. Es wird das Heilige Gottes Sohn genannt werden. Und was wird er tun? Er wird König sein in Ewigkeit. Was vom Himmel kommt, ist ewig. Das neue Leben ist ewig. Es kommt aus der Ewigkeit und bleibt in Ewigkeit. So wollte der Apostel Paulus am Ende der Offenbarung an die Gemeinde zu Rom deutlich machen, dass es nicht auf ihn, auf den Apostel, auf den Menschen ankommt, so wie es ja auf keinen Menschen ankommt, sei er gläubig oder ungläubig, auf den kommt es überhaupt nicht an, sondern allein auf Gott, wenn es um das Heil geht. Allein auf Gott kommt es an. Allein die Beziehung zu Jesus Christus ist die Garantie, ein gesegnetes neues Jahr erleben zu können. Ganz persönlich, dass du ein gesegnetes Leben in dieser Zeit führen kannst. Das hängt nicht von dir ab. Das hängt nicht von dem Nächsten ab, das hängt von Gott ab, den du brauchst, der dich führen muss. Nur dann hast du ein gesegnetes Leben. Denn er ist das Leben für alle, er gibt das Leben für alle und er ist der Einzige, der dieses neue Leben erhält für alle. Keiner kann dieses Leben für sich selbst erhalten. Das Erhalten kann auch nur Gott in Jesus Christus tun. Und er will dich und mich tiefer in seine Nähe und somit in die Lüftung der Geheimnisse einführen. Ich möchte uns mal einige Geheimnisse nennen, die für uns so wichtig sind. Zum Beispiel das Geheimnis der Bewegung des Königreiches des Himmels, die Sammlung aller Gläubigen. Matthäus 13 werden so viele Beispiele gegeben, was da alles geschieht. Und der Herr sagt zu den Jüngern, ihr versteht das Geheimnis, weil ich es euch verständlich mache. Die anderen verstehen es nicht. Aber ihr sollt euch nicht wundern über die Werdegänge in dieser Zeit, sondern ihr sollt das Geheimnis
der Bewegung des Königreiches erfahren, was da alles so passiert. Ihr sollt auch erleben und wahrnehmen, dass Gottes Werk niemals untergeht. Da kann ja passieren in der Welt, was will. Da können sich ja Menschen auf den Kopf stellen und dagegen kämpfen. Aber Gottes Werk geht nie unter. Das ist ein Geheimnis, was nur die Gemeinde Jesu kennt. Sie soll es aber vermehrt verinnerlichen. Du sollst es für dich verinnerlichen. Gottes Werk geht niemals unter. Darum darf ich mich festhalten an ihm und orientieren an ihm. Ein Geheimnis wird auch im Römerbrief genannt, die Blindheit Israels. Ja, wer versteht denn das schon? Das verstehen nur die, die in das Geheimnis eingeführt sind, durch den Heiligen Geist. Die menschlichen Argumentationen reichen da nicht aus. Sie bringen alles durcheinander. Aber es ist ein Geheimnis. Es bleibt ein Geheimnis und ist nur schrittweise offenbar für die, die gelehrt werden vom Himmel. Ich sage euch ein Geheimnis. Israels Blindheit zum Teil widerfahren. So lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Und dann wird Israel, der Überrest, bekehrt und ganz Israel selig. Das ist ein Geheimnis. Das kann man nicht denken. Das kann man nur erfahren aus der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und was will dies Geheimnis gelüftet für die Gläubigen sagen? Gott kommt mit seinem Plan und mit jedem zum Ziel. Er kommt zum Ziel. Egal, wer sich dagegen aufmacht. Das sollte uns persönlich ermutigen. Gott kommt mit dir und mir zum Ziel. Egal, wer dir entgegensteht. Niemand wird diese Werdegänge hindern. Gott bahnt sich selbst seinen Weg. Ermutigung. Das Geheimnis der Entrückung, das bleibt auch ein Geheimnis. Und wir merken es auch im Gespräch mit vielen, dass sie gar nicht wissen, was das ist und wie sowas zugehen kann. Aber wir sind eingeführt in das Geheimnis. Ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick. Oder zu den Thessalonichern schrieb der Apostel Paulus und sagt, der Herr wird kommen und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst und wir dann mit ihnen entgegengerückt werden dem Herrn in den Wolken. Geheimnis der Entrückung. Was bedeutet denn das? Gott kommt mit seiner Hilfe nie zu spät. Das sollen wir auch für dieses Jahr ganz neu verinnerlichen. Er lässt sein Wort so handeln und stehen, wie es gesagt hat. Er kommt nie zu spät. Ich sage euch ein Geheimnis, es kommt der Tag. Da werdet ihr alle weggenommen werden. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Gott kommt nie zu spät. Das Böse wird nicht über euch siegen. Es ist eine große Freude, wenn wir uns in diese Geheimnisse hineinbinden lassen und ziehen lassen. Ein weiteres Geheimnis ist der Leib Christi, der ja aus Juden und Heiden besteht. Das Bindeglied für alle ist Golgatha, ein Geheimnis. Jesus hat durch sein Leiden und Sterben alle miteinander versöhnt, ein Geheimnis. Das muss ich erleben, das kann ich nicht verstehen. Ich muss es erleben, geleitet werden durch den Heiligen Geist. Die Erfahrung muss ich machen können, dass alle Menschen, die an Jesus Christus glauben, eine Einheit sind, egal wo sie herkommen, egal wie sie aussehen. Eine Einheit, ein Leib. Gott behandelt alle gleich, soll uns das sagen. Er macht keinen Unterschied, weder zwischen Heiden und Juden, noch zwischen den einzelnen Nationen, zwischen Arm und Reich, hoch und niedrig. Er behandelt alle gleich, in einem Leibe. Er hat alle in sich verbunden. Daran darfst auch du denken, dass du gleich behandelt wirst, nicht zurückgesetzt wirst von Gott,
Von den Menschen vielleicht manchmal. Passiert uns leider oft. Aber von Gott nicht. Gott behandelt dich genau gleich wie jedes andere Glied an seinem Leibe. Ein anderes Geheimnis ist ja dieses Inwendigsein von Christus in uns, in den Seinen. Der Apostel Paulus sprach von dem neuen Leben und das ist auch wieder dieses Geheimnis. Er sagt, ich lebe. Aber dann setzt er gleich hinzu, nein, nein, nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein Geheimnis. Ja, aber das darf ich wahrnehmen und erleben. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und in einem anderen Brief schreibt er, Christus in euch, das allein ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch. Wo Christus nicht in einem Menschen ist, gibt es keine Hoffnung der Herrlichkeit. Gibt es kein wahres Leben. Ja, wie geht das zu? Das ist ein Geheimnis. Christus lebt in mir. Und wenn er in mir lebt, äußert er auch sein Leben. Das heißt doch, ermutigend, Gott erhält die Glaubens- und Lebenshoffnung in uns wach zur Seligkeit. Er ist es ganz allein. Christus lebt in mir, der diese Glaubenshoffnung wachhält. Ich selbst kann sie nicht wachhalten. Ich kann die Lebenshoffnung nicht wachhalten. Er hält sie wach. Christus in mir. Und ein weiteres Geheimnis. Das Geheimnis Gott und Christi, Christus ist im Fleisch, als die Fülle Gottes erschienen. So lesen wir es in manchen Stellen, ich kann sie gar nicht alle vorlesen. In ihm ist deswegen ins Fleisch gekommen die völlige Weisheit und Erkenntnis. Das heißt, Gott ist im rechten Handeln grenzenlos. Gott in Christus, im richtigen Handeln grenzenlos. Er nimmt uns mit auf einem Weg, den wir nicht kennen. Er überschreitet mit den Seinen die menschlichen Möglichkeiten. Auch das dürfen wir für das neue Jahr für uns in Anspruch nehmen. Gott überschreitet deine Möglichkeiten. Bitte schau nicht auf dich, was du kannst, sondern schau auf den Herrn, was er kann. Und er überschreitet deine Möglichkeiten mit seinen Möglichkeiten. In ihm ist die ganze Weisheit und Gottheit vollkommen. Alles ist fertig für jede Lebenssituation, die du durchmachst. Alles ist fertig. Du musst nur auf ihn schauen, auf ihn hören, dich von ihm leiten lassen. Und dann noch ein Geheimnis, was wir oft so gar nicht recht verstehen, wenn wir mit unserem Verstand rangehen, aber durch den Glauben doch erfahren. Das ist das Geheimnis der Vorgänge, die uns in das Bild Jesu umwandeln, in das Bild Gottes. Das Bild Gottes, ich will mir einen Menschen schaffen, mir zum Bilde, soll wiederhergestellt werden. Wie geht das zu? Gott ist offenbart im Fleisch, damit er dieses Bild herstellen kann. Gerechtfertigt im Geist, erschienen der Engelwelt und er ist der Todesüberwinder. Er ist von der Welt geglaubt und will jetzt in denen, die an ihn glauben, sein Bild herstellen. Er ist gepredigt, überall unter den Heiden, aufgenommen in die Herrlichkeit. Das sind Schritte, die immer das neue göttliche Leben in uns aufblühen lassen. Das ist ein Geheimnis, dass man plötzlich in eine andere Lebensform kommt. Man musste vorher immer streiten mit dem Nächsten. Jetzt darf man versöhnlich reden. Wie kommt denn das? Vorher war ich so ungeduldiger Mensch. Plötzlich kann ich gelassen sein. Wie kommt denn das? Jesus wandelt mich um.
Das ist ein Geheimnis. Das können wir den Mitmenschen gar nicht so erklären. Das müssen wir erfahren. Erfahren, dass er aus uns andere Personen macht, nämlich sein eigenes Bild, wie die Schrift sagt, in uns aufrichtet. Lass es doch zu in diesem neuen Jahr. Quäle dich nicht mit deinen Begrenzungen, mit deinen schlechten Eigenschaften herum. Gib dich nicht zufrieden und sag, na, ich bin nun mal, wie ich bin. Nein, lass das neue Bild Gottes in dir aufblühen. Ein Geheimnis, das du erleben kannst. Das heißt, Gott gestaltet uns doch neu, verändert uns in sein Wesen. Ist es nicht ermutigend, dass Gott das tun will? Das steht uns allen zu. Wir dürfen es erleben. Und wir dürfen es auch dem Nächsten zusprechen und sagen, komm zu Jesus, du wirst umgeändert. Du musst nicht bleiben, wie du bist. Du musst nicht an Alkohol oder Drogen oder an sexuelle Ausschweifung gebunden sein. Du musst dem Okkultismus nicht nachjagen, sondern du darfst ein Kind Gottes sein, was Veränderung erlebt zum Guten. Du musst dir nicht mehr helfen, selbst helfen, wie es in einem Sprichwort heißt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, lass dir helfen, dann ist dir geholfen. So rum heißt es. Und wir als Kinder Gottes, wir werden auch durch Jesus Christus in das Geheimnis der Bosheit eingeführt. In der Weise, dass wir mitkriegen, aha, da macht sich das Böse auf. Aha, von dieser Stelle kommt es jetzt. Aha, hier ist der Teufel am Werk. Das kriegen wir dann mit. Das ist die Lüftung des Geheimnisses, was der Satan vorhat, wird uns schon mitgeteilt. Das Geheimnis der Bosheit, 2. Thessalonicher 2. Es regt sich, wir sehen es. Und alles, was wir schon mitkriegen, davor brauchen wir uns doch nicht mehr zu fürchten. Weil wir wissen, aha, da regt sich das, aber das Ende ist schon vorprogrammiert. Und wir brauchen keine Angst haben, wenn das jetzt neben uns in dieser Welt existiert. Es ist schon zum Scheitern verurteilt. Nur die Gemeinde Jesu wird dieses Geheimnis des wahren Zieles des Satans erfahren und es wird ihr offenbar gemacht. Die Welt kann es nicht sehen. Es ist ein Geheimnis. Sie muss sogar sagen, den Satan gibt's gar nicht. Es ist ein Geheimnis. Aber wir wissen, es gibt ihn. Und was er tut, wissen wir auch. Und dass sein Ende besiegelt ist, wissen wir auch. Geheimnis der Bosheit. Was soll das bedeuten für das neue Jahr? Gott zeigt seinen Sieg über das Böse. Er gibt uns schon Mut und sagt, schau an, das, was du hier siehst, das Böse, hat keine Existenzberechtigung, wird untergehen. Reg dich nicht auf. Es hört auf. Bleib du nur auf deinem Wege. Verstehen wir? Wir sollen dem Herrn vertrauen, nicht gegen das Böse kämpfen, das hat doch gar keinen Sinn. Sondern wir sollen uns fernhalten von dem Bösen und in der Gemeinschaft mit Gott bleiben. Das Böse hat keine gute Zukunft. Oh, da bin ich ja dankbar, dass ich nicht der Kämpfende gegen das Böse sein muss. Und viele andere Geheimnisse in der Schrift werden den Kindern Gottes offenbart. Gott will immer unseren Blick auf das Ziel hin ausrichten und immer zeigen, das gute Ziel, die Seligkeit in Ewigkeit ist bereitet, ist fertig und bereit. Und solange wir als Kinder Gottes auch Tag ein, Tag aus auf dieses Ziel blicken, geschieht das Wunderbare. Wir haben keine Angst vor der Abberufung aus der Zeit, weil wir ja wissen, wo wir hinkommen. Wir haben stets das Ziel vor Augen. Nicht in einem Lied heißt es ja auch, lasst uns das Ziel vor Augen bleiben, ja? Das der Herr uns gegeben hat. Denn da weicht doch jegliche Furcht. Und wir sehen auch das große Geheimnis von Babylon.
Inkarnation des Bösen. Gott lässt uns wissen, dass er in allem das letzte Wort hat. So wie er das erste Wort hat, hat er auch das letzte Wort. Wenn wir so zuversichtlich durch dieses Jahr gehen, ja, was kann uns dann geschehen? Außer dem, was uns noch mehr in die Seligkeit hineinführt. Gemeinde Jesu lebt durch die Gegenwart Gottes. Sie arbeitet mit dadurch an den Heilswerdegängen in dieser Zeit. Darum schrieb der Apostel Paulus deutlich nochmal am Ende dieses Briefes und sagt: Gott allein ist weise. Haltet euch nicht für weise und klug. Gott allein ist weise. Wenn ihr Weisheit haben wollt, haltet euch an ihn. Denn er hat alles geschaffen und er hat diesen Heilsweg gegründet. Er kennt ihn und will dich darauf führen. Niemand kann aus eigener Kraft diesen Heilsweg suchen und finden und erkennen, wie man darauf gehen kann. Wir brauchen die Leitung des Herrn. Und wir beherzigen dabei auch dieses Wort durch den Propheten Jesaja, Kapitel 55, wo Gott deutlich sagt: Also bitte gib dir doch keine Mühe, mich zu verstehen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Aber er hätte sagen können: Nur meine Gedanken können euch richtig führen. Also braucht ihr meine Führung. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Gedanken höher als eure Gedanken, meine Wege höher als eure Wege. Ihr braucht meine Führung. Und wir sagen ja als Kinder Gottes Ja dazu und vermehrt Ja dazu. Wir erkennen also, dass Gott allein weiß, wie der Weg ist, um uns diesen Weg zu führen. Wir sollen Gefäße sein, die er mit seinem Willen, seiner Kraft ausstattet, füllt und dadurch leitet. Darum sagte der Herr Jesus: Der Geist des Vaters, der wird euch leiten. Denn ihr wisst gar nicht, wo ihr hingehen sollt. Er wird euch leiten. Und alle Zuhörer, die noch ein bisschen Bedenken hatten, ob das nun klappen wird, was Jesus Christus dort verkündet hat, als er auf Erden war, da sagt der Herr ganz einfach: Erklären kann ich euch das nicht. Aber wenn jemand das erleben will, dann soll er darauf eingehen. Dann wird er es erfahren, ob das Worte sind von einem Menschen oder von Gott. Also wiederum Erfahrung. Erklären kann ich euch das nicht. Aber erfahren könnt ihr es, wenn ihr darauf eingeht. Ich habe da etwas gelesen, was ich noch zum Schluss als Beispiel anführen will. Das lateinische Sprichwort sagt ja: Alles, was geschrieben ist, das bleibt. Und wir kennen das ja auch aus dem Alltagsleben. Die wichtigen Dinge werden schriftlich festgehalten, nicht nur mündlich. Was geschrieben ist, bleibt. Da kann man sich drauf verlassen und ein anderer kann einen auch daraufhin dingfest machen. Ja, du hast ja hier unterschrieben und das musst du auch einhalten. Was geschrieben ist, das bleibt. Das bedeutet doch, wenn Gott sein Wort in unsere Herzen schreiben kann, dann wird es auch bleiben. Was Gott festschreibt in unser Herz, bleibt. Das bedeutet, wenn Gott sein Wort in unsere Herzen schreibt, dann schreibt er etwas nieder, was nie wieder ausgelöscht werden soll. Darum die Aufforderung: Lasst ihn seine Feder in die Hand nehmen und in dein Herz schreiben: Heilig dem Herrn. Dann kann selbst der Teufel diese heilige Schrift nicht wieder auslöschen.
was geschrieben ist, das bleibt. Und nun sagst du vielleicht, ja, aber ich bin doch so schwach und ich bin auch noch so begrenzt. Als Glied am Leib kann ich denn da überhaupt bestehen? Eine letzte Illustration, die ein Schriftsteller mal niederschrieb, kann uns da helfen. Er schrieb Folgendes, eine Situation, da war ein Vater mit seinem Kind. Das Kind hatte einen kranken Finger. Und er saß mit dem Kind in seinem Zimmer. Da kam ein Fremder in das Zimmer, nimmt das Kind auf seinen Schoß und sagt zu ihm, mein Kind, du hast ja einen kranken Finger. Ja, das habe ich. Komm, ich will ihn dir abnehmen und dir einen goldenen dafür geben. Das Kind sieht den Fremden an, entwindet sich seinen Armen, läuft davon und sagt, zu dem Mann gehe ich nicht wieder hin. Er spricht davon, mir meinen Finger abzunehmen. Ich habe aber meinen eigenen Finger lieb und will keinen goldenen dafür haben. Das ist dann eine Illustration, ein Gleichnis dafür, für Christus und seine Glieder, die vielleicht auch irgendwo mal krank und schwach sind. Da bin ich vielleicht auch so ein kranker Finger. Es wird aber geschehen, dass Jesus Christus nicht zulässt, dass dieser kranke Finger abgeschnitten wird und durch irgendwas anderes ersetzt wird. Nein, wird der Herr sagen, ich lasse mir keins von meinen Gliedern wegnehmen. Wenn der Finger auch sehr krank ist, so will ich ihn verbinden und heilen. Jesus mag kein Wort darüber hören, dass ihm eins seiner Glieder weggenommen wird. Da darfst du auch ganz froh und sicher sein. Denn in Johannes 10, Vers 28 sagt er, niemand wird die meinen aus meiner Hand reißen. Lasst uns einfach leben in der Offenbarung der Geheimnisse des lebendigen Gottes. Denn dem aber, der euch stärken kann, gemäß meinem Evangelium, der Predigt von Jesus Christus, dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.